Hyaluronsäuren. Kaum ein Stoff in der Schönheitsmedizin ist so in der Diskussion wie gerade die Hyaluronsäure als Filler. Facebook, Instagram, TikTok, überall wird es diskutiert. Wir sehen viel zu dicke Lippen, völlig zerspritzte Gesichter. Und was richtig gemacht werden kann und wie es tatsächlich gut gemacht wird, das versuche ich im nächsten Video zu erklären. Ein großes Thema in der Schönheitsmedizin sind Filler, Füllstoffe. Und bei den Füllstoffen sind die Hyaluronsäuren berühmt. Angefangen hat die ganze Geschichte mit Kollagen. Kollagen ist ein Eiweiß, das ich, als ich 1987 hier in der Klinik angefangen habe, also weit über 30 Jahre zurück, gelernt habe zu verspritzen. Was haben wir getan? Wir haben diese Präparate erst in den Unterarm gespritzt, haben dann 6 Monate warten müssen, um zu gucken, ob die Patienten das vertragen haben, und erst dann konnten wir Lippen oder andere Sachen damit aufspritzen. Und viele, viele Jahre später kam dann der Zucker Hyaluronsäure in den Markt. Mit Hyaluronsäure wird heute standardmäßig aufgepolstert. Viele denken, es handelt sich um Hautfiller, das ist aber falsch. Diese Hyaluronsäuren werden in aller Regel ins Fettgewebe gespritzt und damit füllt man einfach auf. Das gilt für die Lippen, es gilt für die Marionettenfalte, es gilt für die Nasolabialfalte, das Jochbein, die Kinnlinie, viele andere Areale kann man damit auffüllen. Und die Präparate sind heute so gut geworden, dass es eben für jede Indikation ein eigenes Präparat gibt. Am meisten wird gerade in Deutschland und in Mitteleuropa die Hyaluronsäure verwendet. Die Hyaluronsäure ist eigentlich ein Zucker. Der Körper produziert selber Hyaluronsäuren und verliert diese Fähigkeit im Laufe des Lebens. Damit wird die Wasserspeicherfähigkeit des Körpers verringert und insbesondere in der Haut kommt es zu Falten, weil da eben auch weniger Wasser gespeichert wird. Nun, das Auge besteht zum Beispiel aus Hyaluronsäure, deswegen können wir das Wasser im Auge behalten. Der Orthopäde nimmt Hyaluronsäure und spritzt es ins Knie, um dort mehr Schmiere zu erzeugen. Die Kosmetikerin nimmt Hyaluronsäure, sehr kurzkettige, macht sie auf die Haut und sorgt dann dafür, dass es besser durchfeuchtet ist. Und wir als medizinisch, ärztlich, kosmetisch, ästhetisch tätige Ärzte nehmen es jetzt in einer Spritze und spritzen es in die Haut und in das Fettgewebe. Dort sorgt die Hyaluronsäure dann für eine Füllwirkung, das heißt, wird aufgepolstert, und für eine bessere Aufsättigung mit Wasser. Damit haben wir 2 Effekte. Zum einen eine Verlangsamung der Hautalterung und eine Verbesserung des Wasserhaushaltes und eben die auffüllende Wirkung als solche. Damit kann man heute, dadurch, dass es eben so viele verschiedene Präparate mit unterschiedlichen Qualitäten gibt, ganz häufig Facelifts und viele andere Dinge vermeiden. Diese Präparate werden heute gentechnisch hergestellt. Das bedeutet, sie sind sehr rein. Sie sind auch sicher dadurch, dass eben keine Produktionsrückstände mehr in diesen Materialien verbleiben. Das gilt aber nur für Präparate, die eine Zulassung haben. Leider Gottes ist es nach wie vor noch so, dass auch gerade im europäischen Material viel schmutziges Zeug unterwegs ist, was weder die europäische CE-Zulassung noch die amerikanische FDA-Zulassung hat. Es ist also ganz wichtig, wenn man zu einem Arzt geht, zu fragen, was spritzt du mir denn da überhaupt? Hat dieses Präparat eine Zulassung der europäischen und der amerikanischen Behörden? Das ist zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal, was ganz wichtig ist. Wenn nämlich beide Zulassungsbehörden Ja gesagt haben, handelt es sich in aller Regel um ein echtes Qualitätsprodukt. Das haben aber gar nicht so ganz viele, also da bitte unbedingt nachfragen. So, und wenn man dann zu einem Arzt gegangen ist und sich dort beraten lässt, dann geht es natürlich auch noch um die Qualifikation. Und da ist es eben so, dass ich gerade Arzt gesagt habe, und ich meine das auch so. Einen Filler sollte nur ein Arzt verspritzen. Warum? Nur ein Arzt hat tatsächlich Anatomie so gelernt, dass er genau weiß, wo man etwas in welcher Menge und in welcher Konsistenz hinspritzen soll. Man muss, und das ist vielleicht etwas unappetitlich, aber es ist nun mal so, an der Leiche gelernt haben, wie man mit diesen Materialien umgeht. Und das haben nur Ärztinnen und Ärzte.
Und es gibt auch nichts auf Gottes Erdboden, was nicht potenziell mal eine Nebenwirkung haben könnte. Natürlich kann ich eine Entzündung auslösen, wenn ich jemanden mit einer Nadel gestochen habe. Und natürlich gibt es eben auch gerade auf solche Zuckerpräparate mal Abwehrreaktionen des Körpers. Da braucht man vielleicht ein Antibiotikum. Man muss vielleicht ein Enzym wie die Hylase spritzen, um es wieder aufzulösen. Und das kann eben nur ein Arzt, weil nur ein Arzt über einen Rezeptblock verfügt, mit dem er die Dinge, die vielleicht als Nebenwirkung auftreten, auch wieder rückgängig machen kann. Damit wird aber der Filler und gerade die Hyaluronsäure zu einem sehr, sehr, sehr gut verträglichen Material, weil ich eben die Nebenwirkung, die potenziell auftreten könnten, auch wieder beseitigen kann. Und wenn man dann noch eine gute Ausbildung hat und dann die Kernkatastrophe zum Beispiel, dass man es irgendwo in ein Gefäß spritzt und damit eben da eine Durchblutungsstörung auslöst, das kann man durch gute anatomische Kenntnisse vermeiden, eben nicht hat, dann wird es eben zu einer sehr, sehr sicheren Maßnahme. Nun bietet die Industrie uns heute Präparate an, die wir in die Oberfläche der Haut hineingeben können, um feine Fältchen auszubeulen. Oder eben auch, dass wir sehr tiefe Falten wie die Nasolabialfalte aufbeulen können. Das kann man eben auch wieder nach außen bringen. Aber man nutzt dann Präparate unterschiedlicher Hebekraft und Konsistenz. Das bietet die Industrie heute an. Und gute Präparate halten auch eben 18 bis 24 Monate, also relativ lange. Und man muss ja jetzt gut aufpassen, was man sich da spritzen lässt, denn es werden auch Präparate angeboten, die nur 3 oder 6 Monate halten, die kosten dann 200 Euro. Und es gibt Präparate, die halten 2 Jahre, die kosten dann 400 Euro, wenn man sie spritzen lässt. Es gibt also Qualitätsunterschiede und wenn man hier auf billig setzt, kann es häufig sein, dass man doppelt bezahlt. Dass man eben den billigen Filler hat spritzen lassen, der nur 3 Monate hält. Man hätte aber für das doppelte Geld einen kriegen können, der 24 Monate hält, wäre also viel billiger gewesen. Und obendrein ist noch der länger hält, auch derjenige, der im Allgemeinen viel verträglicher ist. Man muss hier also sehr genau hinterfragen, was man sich spritzen lässt und von wem man sich spritzen lässt. Das ist eine sehr allgemeine Information, erstmal so als Teaser gewesen, als bisschen als Anreiz für eine Beratung für einen derartigen Filler. Wer mehr erfahren will, soll doch bitte bei uns einen Beratungstermin machen. Wir würden uns freuen, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und unsere Beratungen sind ausführlich bei uns hier im Hautteam Bochum. Kommt zu uns, die Kontaktmöglichkeiten sind hier eingeblendet.